bringt es überhaupt etwas, wenn ich als einzelnes Wesen etwas mache? Natürlich scheint es utopisch, dass Sie alleine durch eigene Veränderung den Klimawandel aufhalten können. Aber wenn wir alle zusammenhelfen, können viele kleine Verhaltensänderungen einen großen Effekt haben. Wenn wir uns gegenseitig regelmäßig mit Tipps versorgen, können wir uns gegenseitig anstecken, etwas zu tun. Und so können wir zusammen eine Massenbewegung daraus machen, die wirklich etwas bewirkt. Hier sind schon die ersten 10 Tipps zum Anfangen. Kurze Strecken mit dem Fahrrad oder den Öffis fahren, statt mit dem Auto. Mehr Gemüse essen, statt viel Fleisch. Lebensmittel saisonal essen, statt zum Beispiel Erdbeeren im Winter zu importieren. Wäsche bei 30 oder 40 Grad waschen, statt bei 60 oder 90. Wäsche an der Luft trocknen, statt im Trockner. Zu einem Stromanbieter mit erneuerbaren Energien wechseln. Die Heizung runterdrehen, wenn wir nicht im Haus sind. Das geht auch mit programmierbaren Thermostatventilen. Das Licht ausschalten, wenn wir nicht im Raum sind. Nur noch stromsparende Produkte kaufen. Defekte Produkte reparieren, statt gleich wegzuwerfen.